Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3, heute am 26.05. um Viertel nach 10 morgens. Yo, normalerweise wollte ich jetzt eigentlich schon mit Bewegung starten, aber ich sehe hier gerade Zeitlupen schießen, ne? Haben wir jetzt irgendwie freigeschaltet, keine Ahnung. Benutzt die Fähigkeit während des Ziels, um die Zeit zu verlangsamen. Fülle die Anzeige durch Kopfschüsse auf, um Zeitlupen schießen einzusetzen, wenn der Balken voll ist. Halte L2 gedrückt und drücke Dreieck. Habe ich noch nie benutzt, die ganzen Zeitlupen-Kram. Also noch nie bewusst zumindest. Aber okay. Nico, beim letzten Mal haben wir den Prostitutionsring von der Dixie-Mafia, von den Dixies, so heißen ja glaube ich einfach nur, einmal schon mal komplett gestoppt und vernichtet. Ja, und als nächstes sind wir jetzt eigentlich im Bereich Drogen dran, ne? Also Heroin. Da haben wir auch schon eine Örtlichkeit besuchen dürfen. Was ist das? Ah, das ist nur das Geld wegbringen, ne? Brauchen wir nicht. Der Weg allen Fleisches. Achso, okay. Donnerwellen, da müssen wir jetzt erstmal hin. Jetzt kümmern wir uns nämlich um die ganze Drogeninfrastruktur der Dixies, ne? Damit die immer weniger Macht bekommen, ist das überhaupt dann auch treffen darf. Um die ja letztendlich hier komplett aus dem Hollow zu vertreiben. Aber eins nach dem anderen, eins nach dem anderen. Nochmal Platz hier. Muss der erstmal ein bisschen lauter machen. Bushaltestelle? Okay. Wir können auch mit dem Bus fahren, mir ist halt egal. Arschussichere Weste haben wir auch, das ist sehr gut. Ach so, warte auf Donovan hier an der Bushaltestelle, alles klar. Hey, das ist ja eine Überraschung. Wollte mal frische Luft schnappen. Ja. Das Heroin, das von der Dixie-Mafia stammt, wird von da drüben ausgeliefert, von einem Charlie Kincaid. Aha, und alle anderen Dealer der Gegend drücken an ihn ab. Charlie hält sich so weit wie möglich raus aus allem. Du wirst ihm Druck machen müssen. Ich kenne ein paar von seinen Jungs. Wenn du die zum Reden bringst, erfährst du, wie du an ihn rankommst. Soweit ich weiß, interessiert sich Charlie nur für die Moneten. Er ist nicht so ein Fanatiker wie die anderen Dixie-Mafia-Arschlöcher. Wenn ich ihm also ein bisschen Honig ums Maul schmiere, arbeitet er vielleicht für mich und nicht mehr für Doucet. Wenn ich an ihn rankomme. Gut möglich, dass ich was hab, das dir dabei hilft. Komm, ich zeig dir was. New Bordeaux läuft über ein normales Telefonnetz. Das sollte ein Kinderspiel sein, da ein Abhörsystem zu installieren. Wenn du dieses Kästchen an einem öffentlichen Telefon anbringst, kann ich mir einen Überblick verschaffen, was für Geschäfte in der Gegend so laufen. Mhm. Hast du noch mehr davon? Leider nein. Dinger sind ja allerstrengstens verboten. Aber wenn du mir ein paar aufbleibst, kann ich dir die ganze Stadt abhören. Okay. Scheiße, Verfluchte! Wenn diese Arschgeigen unbedingt unter Kommunistenschwein leben wollen, warum ziehen sie da nicht einfach nach Moskau? Wenn du mehr so Plakate siehst, bring sie mir. Scheiß drauf, nimm das nicht so ernst. Das sind totale Wichser, beschissene Verräter. Wir sehen uns, wenn wir uns Charlie schnappen. Nicht zu fassen, diese Dreckschweine in meinem eigenen Land. Glaubst du, Scheiße, wir waren sich die First Baptist Church. Yo, auch noch ein kleines Erzeugnis aus dem Kalten Krieg, ne? Antikommunismus. Geschäfte abhören, um Geschäfte zu verwanzen, okay. Brich Verteilerkästen auf, die du überall in der Stadt findest. Okay, das ist wahrscheinlich sowas wie versteckte Päckchen oder sowas wie bei GTA. Geschäfte zu verwanzen hilft Donovan, Sonderziele zu finden, Positionen von Sammelobjekten auf der Karte zu markieren und die unbekannte Gegner in der Informationsansicht zu zeigen. Außerdem kannst du dadurch Geschäftsbosse anwerben. Ah, okay. Klingt echt interessant, ne? Ach, okay. Gut, Stößerknack ist jetzt nicht so interessant. So, zack. Ich frage mich nur, wo ich jetzt nochmal mehr von den Wanzen herkriege. Elektrobauteile. Vielleicht dafür, das kann natürlich sein. Durch Abhören erhältst du Position der Gegner auf der Minikarte. Achso, Kommunikationsnetzwerk. Eine Trophäe, wie schön. Ja, das ist genau das gleiche Zeichen da oben links in der Trophäe wie meine Elektrobauteile. Es ermöglicht dir zu dem Geschäft, da haben wir doch gleich gerade schon gesehen. Sobald dein Stadtteil verwanzt ist, kannst du dort alle Gegner in der Informationsansicht sehen. Auch hinter Ecken und Mauern. Um derzeit verwanzte Geschäfte zu sehen, drücke die Optionstaste, um die Karte zu öffnen und dann... Blöps. Gucken wir mal. Um Abhörgeräte in Verteilerkästen einzubauen, brauchst du TL-49-Sicherungen. Sammle solche Sicherungen, die in ganz New Bordeaux herumliegen. Alles klar. Was ist das? Schade, Vierfinger, Charlies Heroingeschäft. Aha. Achso, das ist jetzt nur der Dealer. Was ist das? Ach, das sind die Verteilerkästen. Okay. Was ist das hier? Albumcover. Oh, wie geil. Okay, jetzt wird uns hier wirklich alles angezeigt, ne? Das ist ja mega. Gefällt mir. Okay, gut. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen sammeln gehen. Entschuldigung. Komm, ich will da mein Ziel hinsetzen. Warum konnte ich denn da jetzt nichts hinpacken? Na, alles klar? Na, dann nicht. Oh, geil. Das ist, sowas gefällt mir nicht. Da muss ich auch den ganzen Scheiß nicht selber suchen. Ich will jetzt aber...
Wie kann ich denn hier ihren Wegpunkt setzen? Da kann ich natürlich keinen Wegpunkt hinmachen, ne? Aber leicht daneben. Ja, das ist so dumm, ne? Echt, das ist so dumm. Warum wird mir nicht auf der Karte angezeigt? Möchtest du nicht mehr ins Auto steigen, oder? Ah, jetzt will er doch wieder. Okay, aber ich habe, glaube ich, zumindest da schon mal mein Navigationsgerät, was mir jetzt noch anzeigt, wo ich hin muss. Ich wollte gerade noch irgendwas sagen, wegen irgendeiner Örtlichkeit, die ihr genannt hatte. Nicht New Bordeaux, sondern irgendwas anderes. Aber habe ich jetzt leider vergessen. Nein! Ich glaube, ich brauche ein neues Auto. Scheiße. Ah, vor allem, es war so unnötig, dass ich hier hingefahren bin. Egal. Ach, wir besorgen uns gleich ein neues. Oh nein, bitte kletter darüber. Komm, du bist doch ein starker Kerl. Na, egal. Ja, aber auf jeden Fall hier der Lincoln selbst, der erinnert mich so ein bisschen vom Aussehen her wie an den jungen The Rock, ne? Also den Wrestler. Und mittlerweile Schauspieler. Und habt ihr nicht gesehen, was er noch alles macht. Komm ich da drüber? Jawolski. Sehr schön. Ich hoffe, ich komme jetzt auch in das Gebäude rein. Dann haben wir unser erstes Albumcover, was wir finden müssen, können, sollten. Okay, ich muss auf jeden Fall irgendwie rein. Ah, guck mal. Ja. Hallo. Stört euch nicht, dass ich hier rumreiere, oder? Rumreiere. Was haben wir denn hier Schönes? This is Clarence Carter. Okay. Ich habe jetzt erstmal Creedence Clearwater Revival, habe ich jetzt erstmal irgendwie gelesen. Hallo. Das war meine Schuld. Okay, du bist so lieb, ich lasse dich auf jeden Fall in Ruhe, tue ich gar nichts. Du redest mit dir selbst, ich stoße dich an, du sagst, ja, sorry, mein Fehler. Und dann guckt er noch wie so ein Hund. So, was ist das hier? Gut, okay. Dann schauen wir doch erstmal weiter, was wir hier noch so alles Schönes sammeln können. Warum werden mir hier die Läden angezeigt? Das habe ich noch nicht so ganz gerallt. Okay, dann düsen wir erstmal hier hin. Und wir gucken uns mal den Laden hier an. Der muss ja irgendeine Bewandtnis haben. Das ist wahrscheinlich... Heroin vor Strecke erledigen, um den Schwierigkeitsgrad dieses Verstecks zu senken. Ja klar, will ich die Vollstrecker kaputt machen. Aber wir machen jetzt erstmal eins nach dem anderen. So, fahren wir erstmal dahin. Oder erstmal laufen. Wie gesagt, ich hab gesagt beim letzten Mal, ich lasse mir Zeit mit dem Spiel, ne? Ich mache da gar keinen Stress. Weil das Schöne ist, ich werde höchstwahrscheinlich mit dem Spiel noch so lange beschäftigt sein. Also eigentlich was Schönes und ein Problem, was ich habe, wo ich jetzt euch nochmal befragen werde. Aber auch nochmal, ein separates Video dazu machen werde. Und zwar, ich werde wahrscheinlich so lange mit dem Spiel beschäftigt sein, vermute ich zumindest, bis Crash Nitro Fuel draußen ist, ne? Also hier das Remake, Remaster, whatever, vom Crash Team Racing. Deswegen ist die Frage, soll ich, ne, wenn ich mit Mafia fertig bin, dann erstmal Spyro 3 spielen? Oder soll ich dann direkt mit Crash Nitro Kart loslegen? Sorry. Ich bin mir da selbst noch nicht so ganz sicher, um ehrlich zu sein. Aber deswegen lasse ich euch dann nämlich entscheiden. Weil es sind ja eigentlich beides coole Spiele. Also gut, ich schätze mal, dass Spyro 3 auf jeden Fall geil werden wird. Und Nitro Fuel wird wahrscheinlich auch richtig geil. Kaflums. So. Ofene dich. Playboy Cover. Okay, 2 von 4. Was machst du denn mit dem Playboy Cover? Entschuldigung. Verzeihung, junger Mann. Die sind echt alle so unterwürfig nett zu mir. Weil eigentlich ist der sag schnell hier, der. Alter, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Clint Eastwood, genau, nein. der ist auf jeden Fall auch echt netter grundsätzlich, ne? Nur der hat halt keine Skrupel, Leute kaputt zu machen. Weil eigentlich ist er wirklich super rechtschaffend, hilft ja auch. Also ist ja offensichtlich auch irgendwie christlich aufgewachsen. Ach, das war gar nicht das Auto, was ich vorgefahren habe. Keine Zeugen. So, mal gucken, wo wir jetzt hin müssen. Genau, eigentlich wollte ich auch dahin. Hab ich einfach irgendwie gedacht, nee, ist doch nicht so eine gute Idee. Da, hier ist der Laden. Warum kann ich da hin? Warum wird mir das angezeigt? Hat er irgendwie Jobs für mich oder so? Hey ho. Ah, ich könnte ihm die. Ich will ihm doch gar nicht das Geld klauen. Naja. Also reich bin ich dadurch jetzt auch nicht geworden. Hey ho. Hey, da geht's für dich nicht lang. Ja gut. Ich bin ja schon weg. Gut. Ja, aber der sagt, es geht in Ordnung. Aber der weiß auch nicht, dass seine Kasse jetzt leer ist. Oh, Würste. Aber die sind irgendwie so. Ich weiß ja nicht, ob die Halterung von den Würsten noch irgendwie sauber gemacht werden, wenn da neue drankommen. Oder ob das noch die vor 3 Wochen schon da war. Hängen. Aber egal, sind ja geräuchert gewesen. So, also die Läden sind jetzt für mich erstmal uninteressant, so wie es aussieht. Was ist das? Sicherung. Oh, ja, die nehme ich natürlich mit.
Nein. Richtig weiter Weg. Ja, jetzt machen wir erstmal eine kleine Sammeltour, eine kleine Schnitzeljagd, bevor wir dann gleich weitermachen. Ja, wie gesagt, bisher, ne, also auch sowas macht mir hier voll Spaß. Das sind jetzt hier auch keine 300 Sachen, die ich hier sammeln muss, sondern das ist dann hier mal ein bisschen langfahren, da mal ein bisschen langfahren und so. Und das ist voll in Ordnung, ne? Wenn ich jetzt dann natürlich am Ende irgendwie dann 300 Flaggen sammeln muss, das ist ja immer noch mein Abschreckungsbeispiel. Nämlich der, ja, dich beklaue ich nicht, du hast mich so nett begrüßt. Da geht's für dich nicht lang. Ja, ja. Geh nur durch den Notausgang hier einmal. Bin ja schon weg. Was? Hat jetzt die Polizei gerufen? Jetzt ernsthaft? Ja, aber abschreckendes Beispiel für mich zum Sammeln mit Open World ist echt die erste Assassin's Creed. Das war so nervig, die ganzen Flaggen zu suchen und zu sammeln. Fand ich mega, mega störend. Aber so mittlerweile ist es wirklich so, dass man sich die Sachen dann anzeigen lassen kann, wo man jetzt wann hin muss und so. Ist immer noch nervig, wenn das arschvolle Sachen sind und man kommt an die Sachen jetzt auch nicht so schön ran. Weil hier muss ich jetzt immer nur in ein Gebäude reingehen, kann die Sachen sammeln und weitermachen. Voll in Ordnung. Aber wenn man irgendwelche... Da geht man mit zu dem Kartenpunkt hin, bei Witcher war das voll oft so. Ist dann da und dann sieht man, okay, ich bin leider auf der anderen Seite, ich muss aber den ganzen Berg hoch. Das heißt, ich muss um das ganze Gebirge nochmal drumherum reiten, fliegen, fahren, was auch immer. Und dann gucken, dass ich ja irgendwie langkomme. Und das ist sowas, finde ich dann immer mega ätzend. Also wie es jetzt hier ist, so eine Handvoll Sachen, die man dann holen kann, klar, gerne. Nette Abwechslung. Und nicht zu viel, vor allem. Hallo. Oh, Pizza. Was ist das denn für eine Pizza? Pizza Papis oder Papis Pizza, hot fresh. Salami. Salami Pizza ist ja auch geil, ne? Salami Pizza mit ein bisschen Tabasco. Träumchen ist das. Hot what? Oh, neue Zeitschrift. Ford Exceptic New V8s. V8s. Hot Rod. Die gucken wir uns am Ende auf jeden Fall auch mal an, wenn wir fertig sind mit dem Spiel. Alles, was wir freigeschaltet haben. So, ist das hier eine Autowerkstatt oder was? Sieht fast danach aus, ne? Aber leider ist hier kein Auto. Na, egal. Gut, gut. Medizinkasten können wir jetzt eigentlich nicht gebrauchen. Ich finde es auch echt super, dass die sammelbaren Sachen jetzt hier auch angezeigt werden. Das war bei Mafia 2 ja auch noch anders, ne? Das ist jetzt so... Wenn man sich mal so die Evolution anschaut, ne, von den sammelbaren Gegenständen, die es gibt, ne, das hat ja eigentlich so, also angefangen, meiner Meinung nach, wo es dann halt ein bisschen komplizierter wurde mit GTA 3, ne? Wo man halt quer auf der Map verteilt, ohne Hinweis irgendwie hier und da mal immer was verteilt hatte. Also die versteckten Päckchen vornehmlich. Hier ist ein Autokampf. Okay. Na du? Pauz! Ich seh mich nicht. So. Ne, und dann wird es halt immer größer. Deswegen, so, zu PlayStation 2 Zeiten ging das noch irgendwo, ne? Da gab es auch so ein Sly Raccoon, wo man dann mal so ein paar Flaschen sammeln musste und so. Das hat auch irgendwie, also, ja, das hat schon noch Spaß gemacht, war froh, wenn man irgendwas gefunden hatte. Aber schon damals war es bei mir zumindest immer so, dass mir irgendwo immer irgendwie noch eine Sache gefehlt hat, wo ich dann ungefähr noch genauso viel Zeit aufgewendet habe, wie als hätte ich vorher alles eingesammelt. Boah, das war jetzt ein langer Satz. Ne? Und dann kam halt die PlayStation 3 Zeit, wo es halt komplett echt, einfach nur für mich, also für mich zumindest echt nervig war, den ganzen Scheiß zu sammeln. Weil die Sachen halt auch nicht mal so zugänglich waren, wie ich mir es gewünscht habe und so. Und oh, da gab es dann am Anfang noch keine Schnellreiseoption. Das war dann wirklich einfach nur ätzend. Große Welten, viel zu sammeln und total verworrend. Und jetzt mittlerweile sind sie wieder so auf dem Weg, alles ein bisschen angenehmer zu gestalten. Da wo man jetzt nicht immer stundenlang erstmal irgendwo nachgucken muss, wo jetzt was ist, weil man dann Karten holen kann. Im Gegenzug, die dann auch besser platziert sind und vor allem auch nicht mehr so viel ist, ne? Okay, wir sind jetzt hier im ersten Stadtteil und wir sammeln hier gerade, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8 Sachen ein. Und da brauche ich jetzt auch, ich gucke gerade mal auf den Tacho, 16 Minuten nehme ich jetzt auf. Ne? Das ist in Ordnung, echt. So, okay. Gut, weil jetzt sind wir nämlich auch hier schon eigentlich fast so gut wie fertig. Alter, aber geschmeidig. So, was haben wir hier noch? Ja, weil sind wir mit dem Stadtteil nämlich gleich schon durch. Was bringt mir denn die Tanke eigentlich? Was ist das? Ein Uhrengeschäft. Guck mal, sammeln wir eben hier noch die eine Sicherung ein, ne? Stopp. So. Und dann können wir auch schon weitermachen. Mit der eigentlichen Geschichte, warum wir hier sind. So. Habe ich jetzt wenigstens gerade noch schon ein bisschen Schaden angerichtet schon mal? Ist das hier auch so ein Autogeschäft? Also so eine Werkstatt?
Scheiße. Ah, ich komme von hier bestimmt auch rein. Hier ist es ein Bootsladen, ne? Möchtest du bitte? Danke. Boah, wir machen uns nachher richtig geil selber Calzone fertig. Richtig geil. Schön Pizzateig geholt, dann machen wir so kleine Calzones. Das ist heute unser Mittagessen. Gestern auch schon alles eingekauft. Auch Salami natürlich, ne? Bin mal gespannt. Generell so diese fertigen Pizzateige sind gar nicht mal so verkehrt, ey. So. Aber so ist es immer wichtig, dass man die selber macht. Und gibt es auch die Schaukel des Todes? Ist ja lustig, wenn die das hier als Easter Egg eingebaut hätten. Weil Mafia und GTA waren eigentlich nie so wirklich Konkurrenten, weil es halt ein ganz anderer Spielaufbau ist, ne? Wobei sich natürlich GTA da deutlich weiterentwickelt hat, ne? Es hat ja schon immer eine Story gehabt und alles, ne? Aber jetzt wurden die halt so mit der, ja, ich sag mal, seit Vice City auch die Charaktere hatten halt Persönlichkeit. Also beide kennen ja wirklich nicht. Was? Egal. Befehl von oben lautet, wir verticken das Zeug nur im Hollow. Ich glaube, der alte Marcano weiß gar nicht, dass John. Informanten, für eure Informanten, um Informationen über Geschäfte und ihren Bossen zu erhalten. Den Informanten von seiner Crew oder jagge ihn zu seinem Auto und fahre wie ein Verrückter. Okay. Nachdem du einen Informanten verhört hast, kannst du ihn entweder töten, um etwas Geld zu verdienen, oder ihn anwerben, was den Wert des Geschäfts erhöht, sobald du es übernommen hast. Ah, okay. Weil das war nämlich genau die Sache, die ich mich ja selbst gefragt habe. Ob man die auch verschonen kann, ne? Bounce! Guckst du blöd, ne? Und du auch. Screaming Semi, benutzt die Screaming Semi um. Achso. Und das ist ja was markiert. Brutale Überwältigung. Boom. Achso, ich muss gedrückt halten, glaube ich, ne? Oder wie war's? Genau. So. Was treibt Vierfinger da in der Kirche? Drüben an der Kirche gibt es jede Art von Drogen. Wenn ihr sie zerstört, verliert der Boss eine ganze Menge Moos. Achso, guck mal, töten sofort. $500. Anwerben $1000 zum Geschäft. Wir werben den an. Gehört jetzt mir. Du bist dort, Schwanzlutscher. Ey, sag mal. Ich hau ja der Fresse. Boah, der ist aber auch ein Badass, der Typ, ne? Ganz ehrlich, wenn der einmal losliegt, seine Fäuste fliegen zu lassen, ey, dann hätte ich aber auch keinen Bock, dazwischen zu stehen. So, okay, das heißt, wir haben jetzt einen, von den Kollegen haben wir jetzt mal angeworben. Was wir jetzt hinterher bringen, keine Ahnung, ne? Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier regelmäßig die Möglichkeit habe, Geld zu bekommen. Ich weiß es wirklich nicht. Dadurch, dass ich jetzt irgendwie $1000 fürs Geschäft mehr habe oder so. Aber das wird schon seinen Grund haben. Gut, okay. Und erstmal soweit fertig gemacht. Und dann gehen wir jetzt einmal ab zur Kirche jetzt eigentlich schon, oder?